بخي انت بالك حبيبي هذا سوبر ماركت رابعة سابقا كما تشاهدون Stell dir vor, du freust dich, die Menschen wiederzusehen, von denen die Welt behauptete, dass sie nie befreundet sein könnte. Und stattdessen wachst du auf, ohne diese vielleicht jemals wiederzusehen. Krieg und Welten, die euch trennen, und du steigst in das Flugzeug mit dem Koffer in der Hand und dem leeren Sitz neben dir. Also, das erinnert mich wirklich an den Tag, an dem ich die Nachricht gelesen habe, dass wir alleine nach Córdoba fliegen. Und also es ist wirklich, als wären die Welt zusammengebrochen, weil wirklich einen Tag davor haben wir noch mit den anderen Gruppenmitgliedern geschrieben, uns darauf gefreut und meinten, endlich können wir uns wiedersehen, endlich können wir Updates voneinander geben, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, von Mai bis Oktober oder auch September bis Oktober. Und auf einmal versuche ich, die dann zu erreichen, um zu wissen, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Und wirklich, also, das ist eine Erinnerung, die mich immer verfolgen wird. Ich werde die wirklich, glaube ich, nicht vergessen können. Stell dir vor, du packst deinen Koffer, um für die Hoffnung in die Vergangenheit zu reisen. Und stattdessen wachst du ohne Zukunft auf. Im Krieg, in einem Blutbad, auf deinen Koffern sitzend, in einem Schutzraum, ohne Hoffnung. Wenn ich das lese, dann muss ich an ein Mädchen aus unserem Projekt denken, Ayelet, weil wir sie an dem Morgen angeschrieben haben und gefragt haben, ob alles okay sei. Und sie hat geantwortet, dass es denen gut geht, aber dass sie alle in den Bunkers sind, in den Shelters. Und dass sie nicht wissen, was sie machen soll. Sie wissen nicht, ob es mit Spanien weitergehen kann. Und sie haben gar nicht darüber geredet, was passiert ist, sondern sie haben die ganze Zeit über Spanien geredet und ob unsere Lehrer etwas gesagt haben und so, weil sie sich so sehr auf dieses Projekt gefreut haben und weil sie sich so sehr darauf gefreut haben, mit uns zu reden. Und es war einfach eine Reise, die uns Hoffnung geben sollte. Und dass an dem Tag so etwas passiert, hat diese ganze Hoffnung weggenommen. Und ja, ohne Hoffnung. Stell dir vor, du schaust auf dein Handy. Immer und immer wieder. Stell dir vor, du bist gefangen in Bildern und Tönen. Schreie, Bomben, monotone Berichterstattungen und wieder Bomben und Schreie. In deinen Händen. Das Handy, das dich zu einer Geisel macht. Während die Menschen, die nun deine Freunde sein sollten, zu Geiseln wurden. Geiseln ihrer Realität. Familie, Bekannte, Freunde und ich am Handy auf der anderen Seite der Welt. Der leere Bildschirm beleuchtet mein Gesicht im Dunkeln. Ich schreibe die Frage, wie geht es dir? Und lösche es immer und immer wieder. Stell dir vor, die Menschen, die du nun kennst, sind im Krieg. Und du kannst nichts schreiben. Es beschreibt, finde ich, unsere Situation ganz gut. Zum einen, weil wir gefangen sind in unseren Handys, in diesen Bildern, denen wir durchgehend begegnen und denen wir aber auch nicht versuchen auszuweichen. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn ich das lese, dann ist das keine Geschichte, sondern das ist die Realität von den Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, die Realität von unseren Freundinnen und unseren Freunden. Deswegen
Und es macht irgendwie. Ja, es lässt einen leer erscheinen. Der leere Bildschirm beleuchtet mein Gesicht im Dunkeln. Man beschäftigt sich durchgehend mit Bildern und Tönen. Aber es führt zu nichts. Man bleibt in dieser Leere gefangen und kann eigentlich an sich selber gar nicht ausbrechen. Und es ist wie ein Kreislauf. Man versucht etwas immer und immer wieder und man kommt aber zu keinem Ergebnis und bricht alles nieder oder ja, lässt alles verfallen, anstatt auf die Grundsteine, die man bereits hat, aufzubauen. Ich weiß nicht, also und auch wirklich sehr traurig, dass sie nicht mitkommen konnten. Aber ich hoffe, dass sie die Hoffnung an dem Projekt nicht verloren haben und sozusagen immer noch mit uns weiter hoffen. Ich finde einfach, dass es schade ist, dass viele Menschen jetzt wieder zurückgegangen sind zu dem, dass das die eine Seite ist und das die andere Seite ist und wir müssen diese Seite vernichten, wir müssen uns von der Seite schützen und so, obwohl wir eigentlich zeigen wollten, dass auf der Seite Menschen sind und auf der Seite Freundinnen sein können und Freunde sein können und ja. Ich weiß, dass das etwas ist, was alle Menschen sagen, aber ich wünschte, dass die Menschen nie die Hoffnung verlieren und nie an. Ich hoffe einfach, dass die Menschen nie aufhören, an die Menschheit zu glauben und an uns zu glauben, weil es Menschen gibt, die die Welt verändern wollen und sie sind einfach so sehr betroffen, man kann ihnen keine Vorwürfe machen. Ist das in unserer Verantwortung, da einzugreifen, weil wir die Möglichkeit haben, aus dieser Bubble freizukommen und weil wir aus einem ganz anderen Land darauf gucken und ich finde es einfach schade, dass wir nicht versuchen, von oben drauf zu gucken, sondern dass wir uns direkt da reinsetzen und uns auf eine Seite stellen wollen, obwohl wir eigentlich den Überblick haben könnten. Ich gucke mir ja gerade nochmal alles durch, was wir so haben an Medien, was aufgenommen wurde, weil ich denke, was eigentlich, Leute gucken sich das nur für den Moment an oder denken vielleicht kurz danach. Die haben wirklich so lange daran gearbeitet und kommen immer noch nicht, also spielen immer noch mit diesem Gedanken, was ist in dieser Woche passiert, mit dem Effekt auf was gerade passiert. Und wie wir das gerade alles nur zerschneiden und bearbeiten, damit es nur ein Video wird. Aber die ganzen Gedanken, die Tränen und alles, das kommt einfach alles wieder hoch gerade bei mir. So, vor allem früher, wenn man in die Schule von den Ferien ganz einfach wieder in die Schule gegangen ist, hat man so seinen Alltag, man wusste, was man machen wird, dies, das. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich wieder in die Schule gehe, denke ich mir nur so, was werde ich machen? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hoffe erstmal auf inneren Frieden, dass ich dieser Wirbelsturm in mir einfach mal weniger wird, zurücklegt, dass ich mich endlich mal wieder, dass ich endlich mal wieder Ruhe habe im Kopf, im Herzen. Ja, ich auch auf jeden Fall, dass ich meine Gedanken wieder ordnen kann, wieder weiß, wo ich jetzt wirklich stehe und ja. Einfach, dass ich mit der ganzen Situation klarkommen kann.
closer, Father.